Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Vault Hunter. Und heute gehen wir mal ein bisschen ran und ziehen die Schraube etwas an. Wir werden ein bisschen mehr Gas geben mit den Walls und ich bin jetzt außerhalb vom Stream. Das heißt, wir exklusiv. Heute ist eigentlich ein freier Tag gewesen. Wir sind heute Abend wieder im Stream, wenn ihr das seht. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, wäre super nice. Wir eskalieren weiter und gucken, wie wir vorankommen. Wir haben jetzt hier erstmal in der letzten Folge wieder einen Dungeon gemacht. Ich habe 2 unspent Skill Points, bin Vault Hunter Level 3 unten, wie ihr sehen könnt, und kann mit den 2 Skillpunkten mir neue Skills freischalten. Was sehr, sehr hilfreich, glaube ich, ist, ist der Mega-Jump. Damit können wir uns viel, 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 viel besser bewegen. Und da war ich mir recht sicher, dass ich mir den holen möchte. Let's go. Habe ich schon auf Hotkey gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich hier einen Mega-Jump machen und dann einmal vordashen beispielsweise. Oh ja, wie gut, wie gut, wie gut. Man kann beides miteinander kombinieren und ist dann durch mobiler, also einfach irgendwo hochhüpfen und wieder nach vorne oder zur Seite. Und dann kann man sich richtig gut da durch die Gegend bewegen. So, das sieht schon mal gut aus. Und was war das andere, was ich machen wollte? Ja, Rampage für Bosse, damit ich, wenn da mal ein Boss kommt, ich den ziemlich gut verprügeln kann. Denn vielleicht schaffen wir es heute im nächsten Dungeon, da zum ersten Mal einen Boss zu besiegen. Ja, es gibt dann auch so einen Step, da kann man wahrscheinlich wie ein Pferd laufen. Nicht das Auto-Jump über so, dass man hüpft, sondern wie so ein Pferd darüber, über Blöcke läuft. Das ist vielleicht gut, um schnell von A nach B zu kommen und sowas. Müssen wir mal gucken, ist halt so Mobilitätsdings. Aber ich glaube, ich bin ziemlich gut mit der Rampage bedient, damit wir mal den ersten Boss besiegen können. Ich habe dadurch keinen Nachteil, ne? Ich kriege einen massiven Damage-Boost für 20 Sekunden, 50% mehr Schaden, aber 3 Minuten Cooldown. Das heißt, wir werden das immer einmal beim Boss einsetzen und dann läuft die Sache. Also, learn. Haben wir ebenfalls. Wenn ich in die Controls gehe, übrigens, falls ihr das spielt, ihr könnt in die Controls gehen und nach Kategorie suchen, ne? Wenn ihr einfach mal, eintippt, Vault, dann seht ihr The Vault, der Mod, und dann könnt ihr auch sehen, wo hier alles eingestellt wird. Ich habe hier Rampage schon eingestellt, Mega Jump, das sollte also hinhauen. Okay, dann seht ihr unten 50% Bonus Damage, da taucht dann so ein Schwert auf, aber wenn ihr jetzt was verprügeln solltet, dann eskaliert ihr komplett. Als nächstes, ihr seht, ich habe hier auch schon mal, wir brauchen jetzt einen neuen Vaultstein, und da habe ich schon mal Zeug reingeschmissen, die Kuchen sind eigentlich auch ziemlich easy, ich kann die mal rausdampen, kann ich mir, das war das billigste Rezept, das ich bisher jemals hatte, also das war echt chill. Wir können jetzt zu unserem Villager gehen, einfach nochmal den letzten Kuchen auch kaufen. Also Kuchen habe ich auch Maß. Das ist gut. Und dann Buttondruck. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Und Kapling, wir sollten einen anderen Vault Crystal haben. Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach mal ein paar mehr von den Crystals auf Vorrat farmen soll, sodass wir ein paar Dungeons dann auch am Stück machen können. Ja, geht Schnee, Schnitzel, Eisen und die Spinnen fehlen. Das geht noch. Das ist eigentlich auch sehr, sehr entspannt. Kann man die irgendwie herstellen ansonsten? Man kann die craften aus Fäden und Mana if you string Botania. Das Dumme ist nur, soweit bin ich noch nicht. Botania habe ich nicht freigeschaltet. Ja, dann muss ich, glaube ich, erstmal auf Tour gehen. Weißt du, ich fahre mir ein paar Steine. Das jetzt nicht so much. Ihr habt doch gesagt, ich soll die ganzen Grind-Aufgaben, das soll ich, oder kann ich ein bisschen abkürzen, soll ich zwischen den Folgen gleich machen oder wie auch immer. Und wisst ihr was? Ich glaube, das werden wir auch tun, weil das ist so der Anstand. Also, oder halt im Stream werde ich es dann noch machen, ne? Wenn ich neue Steine brauche. Aber für die Folge ist, glaube ich, nicht so spannend. Mehr Zeit in den Dungeons verbringen und weniger Zeit außerhalb der Dungeons, Walls meine ich natürlich, sodass wir gut Fun haben. So Leute, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe direkt mehr mitgenommen, alles was ich gefunden hatte, unten bei uns in der Höhle, wo wir nach den Steinen gebuddelt hatten. Da war ein Minenschacht und ich habe über einen Stack Cobwebs dabei. Jetzt kommt der restliche Beef und Farming fertig. Buttondruck und wahrscheinlich gleich der nächste Vault Crystal. Was kommt als nächstes? Wir skippen mal so ein bisschen durch, was kommt, das kommt, ne? Plups, sehr schön. Next. Und bitte nichts allzu krasses. Ein Schildkrötenei. Sieh an, sieh an. Wer hat denn da schon Schildkröteneier gefarmt? Direkt im Voraus. Und wo haben wir sie denn? Irgendwo. Wo habe ich die denn? Ich hab Schildkröteneier schon geholt. Da haben wir es doch eins. Ha. Da noch 5 weitere von den Bricks. Das sieht doch schon wieder sehr gut aus. Ausnahmsweise habe ich mir alles parat. Nur, Dias können wir noch. Die rohen Hühner sind ein Problem. Das heißt, ich sollte mir Hühner holen. Und die auch noch ranschleppen aus der Umgebung. Zum Glück schlachte ich immer nichts ab. Eine Ewigkeit später. Nächster Kristall. Da haben wir jetzt schon 3 Stück. Sieht doch gut aus. Wir machen weiter wieder mit dem nächsten. Wir haben jetzt hier oben Hühner am Start noch. Und das hat ein bisschen gedauert. Leider. Next Step. Oh, Rechtsklick.
Drei Honig, ja, es ist machbar, ist machbar. Leute, Hühner gingen eigentlich, ich konnte mit Seeds die ganze Zeit hochfüttern. Dann wurden die schnell erwachsen und wieder ein paar und dies, das. War schneller als mit den Kühen. Potzel sollten wir holen und die Honigwaben. Und dann darf ich direkt wieder die Schere rausholen, weil ihr wisst ja Bescheid. Wir haben da vorne überall Nester und die kann ich bestimmt mal scheren. Und dann Vollstoff abhauen. Wo habe ich denn die Schere hingepackt? Die sind sauer. Ich habe kein Lagerfeuer genommen, aber ich hatte die Schere an meiner Hotbike nie. Nichtsdestotrotz hat für genau drei von den Teilen gereicht. Er läuft. Und direkt nächster Rock. So, ich habe hier hinten mir Bäume hingesetzt. Da oben ist nicht richtiger Pot, so leider. Nur die Saplings habe ich daher gekriegt. Und dann habe ich einfach Erde in der Umgebung umgewandelt für das gute Potschool. Oh, hier ist der Gem rausgeploppt. Die kann man nicht stacken, leider, ne? Nee, die sind so ein bisschen random. Wir haben mittlerweile auch schon vier Steine. Das wären jetzt mal vier Dungeons. Ich glaube, das reicht auch. Wir packen das hier rein. So. Also, wie gesagt, wir haben das Farm so ein kleines bisschen geskippt. Aber ich wollte euch zumindest grob immer laufen halten, was hier so drin vorkommt, was wir farmen müssen. Jetzt geht's lang. Die Nummern werden höher, ne? Ich glaube, wir haben alles. Und dann geht's auch schon rein. Und mal gucken, was für ein Modifier wir haben. Safe-Zone. Safe Zone? Achso, wir gehen natürlich wieder auf Wegpunkt. Dass wir zurückkommen und ich beeile mich mal. Wir gucken mal, wir haben vier Obelisken. Ich weiß ja, wie sowas wie den Boss da machen sollte oder nicht. Müssen wir mal gucken. Puh, ja, wir nehmen natürlich alles mit, was wie immer keine Miete zahlt. Und so, Glowstone, können wir mal, Blaze Rods. Ist so lala. Wir gucken nach Kristall, wir gucken nach anderen Stuff und ich beeile mich einfach mal so ein kleines bisschen hier durchzurauschen. Was haben wir hier? Ein Gift? Oh, das ist neu, ein Ancient Debris und ja, Enderperlen, wie gesagt, nur das Wichtigste. Muss mich gewöhnen zu sortieren. Okay, ich glaube, das hier, nee, ist keine Safe-Zone. Haben wir noch andere wichtige, oh Gott, mein Superjump nicht funktioniert, auch oben drauf was? Mal schauen. Also wie gesagt, wir beeilen uns, wir rennen immer ganz gut durch und sehen mal zu, dass wir Wegpunkt sitzt. Dass wir dass wir ein bisschen schneller uns fortbewegen hier. So. Ich habe das Gefühl, dass mein Jump nicht so geil geht. Was haben wir hier drin? Ein Lacrima und natürlich Gold. Wobei Gold werde ich, ich denke mal, in der Zukunft auch nicht mehr wirklich holen. Nicht mehr mitnehmen. Was haben wir denn hier unten drin? Irgendwas zum Tauchen mal wieder. Emerald Block, Redstone Block. Ich glaube, hier gibt es kleine Luftstücke dazwischen. Ziemlich viele kompakte Teile und so. Ach komm schon. Oh, ich habe ja vergessen, dass ich nicht heile. Leute, ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich hier drin war. Kiste, goldener Apfel, Schleim, 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 Schleim. Oh, was ist hier passiert? Hier ist mein Oh, mit Dreizack wahrscheinlich wieder. Ja, Dreizack-Typ. Leute, das ist ein bisschen brutal. Ach du Heilige, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. So, das ist eins von denen, die kennen wir schon mal. Die Erzen, so juckt mich überhaupt nicht, Leute, ne? Das würde ich komplett ignorieren. Wir nehmen nur die guten Erze mit. Oh, ich bin überlegen, Seegurken mal mitzunehmen hier. Falls ich die mitnehmen kann, das wäre, glaube ich, nochmal ganz gut. So, sonst irgendwas hier? Nicht wirklich. So, jetzt können wir doch hoffentlich hier sowas machen. Und dann können wir richtig easy hier raus, Leute. Ja, easy. Ziel wäre es, fürs erste Mal den Boss zu besiegen. Das erste Mal einen Boss zu besiegen. Da droppt nicht so eine Boss-Crate. Wenn ich das richtig gehört habe. Und die Boss-Crate, die ist dafür da. Wie so eine Schalker-Box, nur noch mal ein größer. Ist eigentlich ganz geil. Schon wieder ein neues und auch schon wieder was Unterwasserisches. Vault Cookie brauchen wir garantiert. Und hier ist ein Schiff mit auch einer Kiste drin. Und einem Guardian und Drown, der Hallo sagt. Oh, die Drowns, die sind hier wieder. Nope, da bin ich raus. Die Drowns, die sind nicht ohne. Vault Cookies sind super wichtig. Unten sehr viele Kisten, oben jedoch auch. Oh, hier ist aber ordentlich Stuff drin. Und da sollten wir auch nochmal reingehen und wieder gut Zeug raustun. Ich werde mal einfach nicht sortieren, sondern rausschmeißen. Das geht. Bauen wir uns mal rüber. Einer der Erzräume. So, und hier gibt es halt die Special Auras. Oder auch nicht. So, Mystery Boxen, Dia, Slime.
Geh noch einmal hier runter. Und hier, glaube ich, lohnt es sich runterzugehen. Ein Gifter-Statue, okay. Hey. Kiste? Oh, geht's auch nicht. Ganzer Mops. Da kann ich mal in Ruhe in eine Kiste gucken. Vault Cookie ist wichtig. Oh, so Vault Diamonds. Ja, nehmen wir mit. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Da unten ist eine Killerbiene. Ich finde es schön, dass wir kaum Skelette hier drin haben in der Gegend. Ach du Heilige. Kriegen wir mal nicht so leicht. Bro, muss ganz dringend los. Oh, oh, oh. Das war schon wieder eigentlich gar nicht mal geplant. Komm, Porsche nach Healing rein. Okay, warte mal. Ich bin 4 Minuten und ich bin wieder hier, wo es reinging. Das ist erstmal wieder gut zu wissen. Vielleicht kann ich ja mal ganz kurz hier rangehen und im Metall entsprechend sortieren. Also die Beute ist okay. Im Wesentlichen war es ganz gut. Ich habe noch 3 Minuten Zeit. Das heißt, den einen oder anderen Raum kriegen wir vielleicht noch hin. Ich bin gerade überlegen, noch einmal hier geradeaus in den nächsten oder so zu gehen. Ich glaube, hier war ich nicht. Ja, da wäre nämlich schon wieder der nächste Obelisk. Ich habe einfach keinen Obelisken mehr gefunden, außer den allerersten. So, und Bossfight kann ich ja vergessen. Hier wäre wieder Sumpf und so gewesen. Vielleicht nochmal eine Kiste. Da. Das ist das eine Ding, was ich das letzte Mal nicht mit habe nehmen können. Jo, wir gehen zurück. Ich chill da vorne jetzt und wenn wir weniger als 30 Sekunden haben, gehe ich zurück. Dann gibt es mehr Vault XP. Aber Boss können wir vergessen, leider. Mist. Okay, jetzt tickt die Zeit runter. Wir gehen zurück und ich habe halt 3 Level gehabt. Ein halbes Level ging oben drauf. War gut geplant. So, ist wieder alles einmal durchsortiert worden. Ich habe hier verlegen so einen Überblick, was wir alles brauchen. Also, wir haben auf jeden Fall Cookies gekriegt. Und da hatte ich gesehen, 7 Stück, die sind hier unten. Dann habe ich 2 weitere Trades bekommen. Wir haben Mystery Boxen bekommen, wieder diese Relic Booster, den habe ich irgendwie noch nie so richtig was rausgekriegt, außer vielleicht ein paar minimale XP oder sowas. Dann packen wir mal die ganzen Teile da wieder rein. So, habe ich Deals gekriegt. Ich kann mir einen Weak Vault Magnet machen. Drops Items towards the player, activate by right-clicking Hotbar. So können wir uns die einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alles einsammeln will. Man braucht auch silberne Teile und die habe ich, glaube ich, nicht. Ja, sehr schlecht. Dann gucken wir die Mystery Boxen wieder. Oh Gott, ist eine Diaschaufel rausgekommen. Die hat Efficiency 5, Unbreaking 3. Das ist ja erst schon mal nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, soll ich überhaupt nicht mal ein neues Schwert hier? Soll ich bald mal auf Sharpness switchen oder so? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut ist, was wir da machen. Also Power-Riegel, erstmal so weit so gut. Ja, wir müssen nochmal upgraden. Hier, pass auf. Dann habe ich hier noch wieder Fäden und Wolle, können raus, wieder gut gedingst. Dann haben wir noch die Vault Cookies und wir machen uns mal auf das nächste Level, oder? Essen. Mal random. 3. Oh, fast voll gewesen. 4. Komm schon. 6 und. Ah, knapp. Fast 5. Aber wir haben einen weiteren Skillpunkt. Aber Leute, ich weiß noch nicht genau, was wir damit am besten machen. Ich denke mal, das sehen wir in der nächsten Folge oder so. Und dann schauen wir mal, wo wir das reinpacken. Becomes invulnerable and gets massive speed for a short duration of time. Attacking anything during a ghost walk cancels effect. Speed boost für 3 Sekunden ist man dann sozusagen unbesiegbar und läuft sich alles durch. Okay. Ja, weiß ich, ob das so gut ist. Oder wir legen uns eine Mod freizuschalten, die uns hilft. Storage beispielsweise oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das ist halt schwierig. Tja, in welche Richtung das geht, das werden wir noch sehen, wofür ich mich entscheiden werde. Im Stream geht's weiter. Gerne Like lassen für den lieben YouTube-Algorithmus. Wie immer hilft immens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis in das Gachen. Ciao, ciao.